Buongiorno erstmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es morgen bzw. eigentlich in ein paar Stunden weitergeht mit der neuen Folge Temptation Island, wollen wir uns noch das aktuelle Statement von Michelle anschauen zur dritten Folge und gucken, was sie so dazu sagt. Wir machen es wie immer, wir schauen uns das an. Ab und zu werden wir unterbrechen und ein bisschen darüber quatschen. Also, let's go! Tatsächlich nein. Okay, die erste Frage ist, hat man beim Lagerfeuer das mit der Hand im Schritt gesehen? Wir erinnern uns bei diesem Beauty Day, als die Verführerin die vergebenen Jungs verwöhnen sollten mit diesen Gurken, Scheiben und Masken und was weiß ich, was die da so gemacht haben. Erinnern wir uns, Gigi lag auf dem Boden, hat sich verwöhnen lassen, hat sich streichen lassen am ganzen Körper und seine Hand lag in dem Schoß von Tülay. Christina habe ich beim Lagerfeuer nicht bekommen. Ich meine, die hatten bestimmt ihre Gründe, warum sie mir das nicht gezeigt haben. Ich habe auch genug andere Sachen schon gesehen. Vielleicht wäre es einfach too much gewesen. Allerdings finde ich, dass dafür, was es eigentlich krasses ist, es viel zu wenig thematisiert wurde. Weil als Vergebener, einer Verführerin, einen Schritt zu greifen, ich meine, das überschreitet ja alle Grenzen. Aber ja. Also um die Frage zu antworten, nee, ich habe es nicht gesehen. Das habe ich erst jetzt bei Ausschau gemacht. Ja, denke ich auch. Ich habe mich auch gefragt, warum das nicht gezeigt wurde beim Lagerfeuer, weil es ja doch schon was ziemlich Krasses war, beziehungsweise vielleicht das Krasseste, was wir bis jetzt von Gigi gesehen haben. Vielleicht wollte die Produktion sich das noch aufsparen fürs nächste Lagerfeuer, damit es sich ein bisschen steigern kann immer. Aber ich habe mich dasselbe tatsächlich auch gefragt. Also ich hätte es wohl gezeigt oder beziehungsweise ich hoffe, dass es irgendwann noch gezeigt wird. Werden wir mal schauen beim zweiten Lagerfeuer dann. Ich habe ab und zu mal gelesen, dass Leute glauben, dass Gigi, weil er so verpeilt ist, sich gar nicht darüber bewusst war, wo seine Hand denn jetzt eigentlich liegt und dass sie tatsächlich im Schoß von Tülay lag. Ich muss sagen, glaube ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er war sich schon sehr bewusst darüber, wo die Hand war. Und selbst wenn er gedacht hätte, das ist jetzt vielleicht noch der Oberschenkel oder so, ja, warum, was hat das für einen Sinn? Warum muss man das machen? Warum kann man nicht irgendwie wenigstens auf Nummer sicher gehen, wo die Hand jetzt ist? Also ich glaube, dass er sich schon bewusst darüber war, wo die Hand denn lag. Aber gut. Ich bin immer noch der Frage, Meinung nach Ausstrahlung des ganzen Gesprächs zu, wären die Kameras nicht? Naja, okay. Genau, gleiche Meinung, wie... So, tut mir leid, jetzt hat es gerade an meiner Tür geklingelt, also weiter geht's. Wie dort vor Ort, auch nachdem ich das ganze Gespräch jetzt gesehen habe, weil ich verstehe nicht, warum das manche falsch verstehen, dass er irgendwie nur Tommy gemeint hat im Gespräch. Nee, Leute, er hat angefangen mit Tommy, ja, aber dann später hat er gesagt, wir alle, und hat auch seinen eigenen Namen benutzt. Das hat in der dritten Form von sich gesprochen, indem er gesagt hat, ich habe nachgedacht und Gigi, du wärst nicht weggegangen. So, er hat von sich selber geredet, er hat von sich selber gesagt, er wäre ohne Kameras nicht weggegangen. Und deswegen sehe ich das Gespräch jetzt, auch wenn ich das Ganze gesehen habe, immer noch ganz genau gleich wie vor Ort. Ja. Ganz genau so ist das richtig, sonst hätte ich das jetzt auch gesagt, aber Michelle hat es eigentlich schon perfekt formuliert. Ich habe nämlich auch die ein oder andere Nachricht bekommen, beziehungsweise auch teilweise in Kommentaren gelesen, dass Leute geschrieben haben, es ist unfair, dass das so falsch geschnitten wurde, weil Gigi angeblich nur über Tommy geredet hätte, aber nein. Michelle hat es ja hier schon ganz deutlich erklärt, ne? Er hat das Gespräch quasi mit Tommy eingeleitet und dann das auf sich selber übertragen und gesagt und eben auch seinen Namen benutzt und eben gesagt, ah nein, Gigi, du hast gemerkt, ich wäre nicht weggegangen und so weiter und so fort. Das heißt, er hat es mit Tommy eingeleitet, wobei er natürlich auch nicht weiß, ob Tommy überhaupt weggegangen wäre oder nicht, ne? Also woher soll Gigi wissen, was Tommy gemacht hätte, wenn eben keine Kameras da gewesen wären. Aber Tatsache ist einfach, dass das Gespräch halt weiterlief und auf ihn selber kam. Also er über sich selbst gesprochen hat. Ja. Bin ich absolut deiner Meinung. Achso, nächste Frage. Sehr respektlos und übergriffig von der Verführerin, einfach dein Bild auf Gigis Bett umzudrehen. Sorry, ich habe nicht so gute Augen. Übergriffiges und respektloses Verhalten, das hat man einfach nicht anzufassen als Verführerin. So,
Sachen von den Vergebenen, die sie irgendwie an ihre Freundin erinnert oder sonst was, hat man einfach die Finger von zu lassen. Aber ja, man kann auch nicht von jedem niveauvolles oder reifes Erwachsenesverhalten verlangen, ne? Ja, das Ding ist, ich beurteile immer Sachen, die so passieren, in echt oder in der Realität, sagen wir mal, ein bisschen anders als bei Temptation Island, was die Verführerinnen und Verführer machen, weil es eben, haben wir ja schon eine Million Mal darüber geredet, weil es ja eben ihr Job ist. Klar kann man sich mit Sicherheit darüber streiten, ob das von Thüla jetzt übergriffig war oder respektlos oder was auch immer. Ich glaube, sie hat es einfach gemacht, weil sie sich einen Plan zurechtgelegt hatten. Es war natürlich auch eine sehr, sehr schlaue Aktion, Gigi zu fragen, ob sie sich in sein Bett legen könnte, weil man das natürlich super zusammenschneiden kann. Man muss ja gar nicht zeigen, dass Gigi gar nicht da war eigentlich und dass sie gefragt hat, ach, ich bin so müde, kann ich mich mal 10 Minuten da hinlegen und so. Muss man ja alles gar nicht zeigen. Man hat perfekte Bilder für das nächste Lagerfeuer. Muss einfach nur zeigen, dass Thüla in dem Bett von Gigi liegt, dieses Bild umdreht und so. Und ich frage mich da, warum hat, ja, okay, vielleicht war Gigi wieder verpeilt oder hat nicht daran gedacht oder es ist ihm egal, keine Ahnung. Aber eigentlich hätte es ja sofort Klick machen müssen. Wenn ich die jetzt in mein Bett lasse, wer weiß, was die da macht, wer weiß, wie das aussieht. Na, das sind ja perfekte Bilder für das Lagerfeuer. Und wenn Michelle diesen ganzen Zusammenhang, also ich weiß noch nicht, wie Michelle das gefunden hätte, wenn sie gewusst hätte, dass da auch so nichts weiter war, ne, ob ihr das auch schon viel zu viel gewesen wäre, wenn Gigi einfach eine andere Frau auch alleine in seinem Bett lässt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hätte das eigentlich direkt Klick machen müssen bei ihm. Ja, der hätte eigentlich ja wissen müssen, man kennt die Show ja mittlerweile, dass das fantastische Bilder wie wirklich für das Lagerfeuer liefert, aber na gut. Nächste Frage. Wie findest du es, dass Gigi so tanzen kann? Du meinst damit wahrscheinlich diesen Zitteranfall da von ihm? Ja, das kannte ich schon lange von ihm. Das hatte mir damals schon bei der Ex on the Beach Staffel 1. Da hat er schon versucht, mich damit zu beeindrucken. Tja, ist ganz witzig. Mehr bringt es einem aber auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wenn du im Nachhinein jetzt alles siehst, denkst du, dass Gigi sich bis Folge 3 gut verhalten hat? Sich gut verhalten. Ich meine, es ist schon klar, dass man von ihm noch viel Schlimmeres erwartet, nachdem er sich in anderen Formaten und so weiter verhalten hat. Traurigerweise natürlich. Ja. Aber gerade deswegen hätte er sich dann dort umso besser verhalten müssen. Und für mich ist es kein gutes Verhalten, eine Verführerin in seinem Bett schlafen zu lassen, die deinen Schritt zu greifen, sexy zu tanzen, sich anfassen zu lassen, Aussagen zu tätigen, die gar nicht klar gehen. Zuzugeben, dass man ohne Kameras fremdgehen würde und so weiter. Also, nee, ist für mich kein gutes Verhalten. Ja, das mit den Kameras kennen wir von Gigi ja tatsächlich auch schon von Ex on the Beach, falls ihr euch erinnert. Da war er ja mal im Interview und hat gesagt, ja, ich mache Scheiße, aber nur ohne Kameras, nur wenn keine Kameras dabei sind. Und vor der Kamera mache ich keine Scheiße. Gut, im Endeffekt kann man sich natürlich darüber streiten, ob er nicht doch auch vor der Kamera Scheiß gemacht hat. Ich glaube ja. Aber da hatte er quasi mit genau demselben argumentiert, ne, dass er Kacke nur baut, wenn keine Kameras dabei sind. Ist das dann besser? Ich glaube nicht. Aber ja gut, also Michelle hat natürlich in dem Sinne recht, dass man bei Gigi schon an ein gewisses Level gewöhnt ist, wie er sich so verhält und deswegen vielleicht auch gar nicht mehr so schockiert ist, obwohl es das natürlich nicht besser macht, ne, wenn man sich falsch verhält oder Verführerin irgendwie zu nahe kommt oder so. Für mich persönlich, ich fand die schlimmste in Anführungszeichen Szene war eben das mit der Hand im Schritt bis jetzt. Aber ich habe auch vorher vor der Ausstrahlung mit ein paar von euch auf Insta darüber geschrieben. Ich persönlich werde nicht geschockt sein, egal was passiert. Wenn Gigi sich noch super verhält und nichts mehr macht und sich nicht zu Schulden kommen lässt, super, Daumen hoch. Ich glaube, wir glauben alle nicht so richtig daran. Aber bei mir persönlich, egal was er macht, es wird mich halt nicht überraschen, weil ich da eben ja mit allem rechnen würde, beziehungsweise von nichts mehr überrascht wäre, was er halt so macht, ne? Nee, Nächste Frage. Fällt es dir schwer, das jetzt nochmal zu sehen nach den Dreharbeiten? nicht. Klar, man erlebt die Dinge nochmal so neu irgendwie, man erlebt das Ganze nochmal so auch neu so ein bisschen, wenn man es anguckt, weil man halt doch, manche Gefühle kommen ja wieder hoch, wie zum Beispiel, wenn man sitzt dann in diesem Lagerfeuerauto, man erinnert sich zurück, wie aufgeregt man da war, man empfindet das irgendwie nochmal so ein bisschen neu, wenn man das so sieht.
aber man hatte doch einen gewissen Abstand schon dazu gewonnen, da es ja schon eine Weile her ist, der Dreh, und ja, man hat da hinter gewisse Situationen einfach schon Haken gesetzt, und deswegen ist es jetzt nicht schwer, aber klar, es ist immer ein bisschen aufregend, so, ne? Und ich bin es ja auch gewohnt, das muss man ja dazu sagen. Ich bin ja schon mega gewohnt, irgendwie Shows im Nachhinein, wo es schlimme Szenen gegeben hat und so weiter, dann nochmal angucken zu müssen und damit klarkommen zu müssen. Deswegen, ich bin schon Profi darin. Leider. Also, ich wusste ja schon im Vorhinein, vor der Ausstrahlung, wie Titel. Ach so, gut. Nächste Frage. Was hast du gefühlt, als du Gigis Reaktion beim Lagerfeuer gesehen hast? Was im Lagerfeuer reagiert hat, dass er da geweint hat und so weiter. Klar, habe ich es jetzt meistens mal gesehen, aber natürlich weiß ich schon, wie die Show abläuft und welcher Kandidat wann wie was gemacht hat oder so. Das weiß man ja einfach schon als Kandidat. Ja, gesehen habe ich es jetzt zum ersten Mal. Ist natürlich nicht schön, jemanden beim Weinen zu sehen, vor allem wenn man weiß, man war irgendwo der Grund dafür. Allerdings muss ich sagen, meiner Meinung nach habe ich mir jetzt noch nichts zu Schulden kommen lassen bis dato. Also ich habe halt einfach Fakten auf den Tisch gehauen, wie aber auch immer schon. Also so bin ich einfach und er weiß, dass ich so bin. Und da war jetzt auch nichts Schockierendes Neues dabei. Deswegen, ja, I don't know. Ich finde, meiner Meinung nach hätte ich beim ersten Lagerfeuer schon mehr Gründe gehabt, da loszuheulen. Da merkt man halt, dass ich ein bisschen abgehärteter schon bin, ne? Ja, also die beiden haben sich natürlich unterschiedlich verhalten, ne? Also Gigi hat schon ein bisschen Kacke mit den Verführerinnen gebaut, ist den Verführerinnen schon ein bisschen sehr nahe gekommen und hat natürlich, also das Schlimmste war natürlich diese Aussage, die Michelle ja auch besonders herausgestellt hat, dass er gemerkt hat, ohne Kameras hätte er sich anders verhalten. Wenn die Kameras nicht da gewesen wären, dann wäre er nicht weggegangen. Kann ich vollkommen verstehen. Das war bis jetzt das Schlimmste, was er gesagt hat. Das Schlimmste, was er bis jetzt gemacht hat, war meiner Meinung nach ja die Hand im Schoß. Aber gut, Michelle hat so mit den Verführern nichts gemacht, sondern sich in dem Sinne was zu Schulden kommen lassen, in Anführungszeichen, weil sie halt negativ über ihn geredet hat. Und ich habe euch beim letzten Mal schon gesagt, falls ihr es gesehen habt, an sich kann ich es verstehen, wie sie denkt, dass sie sauer ist, weil Gigi ja wirklich in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel Scheiße gebaut hat. An sich kann ich ihre negative Meinung über ihn verstehen. Aber sie hätte eben vorher, glaube ich, schon die Reißleine ziehen müssen. Und spätestens eigentlich schon nach Prominent getrennt und nachdem diese ganze Sache mit ich verkaufe dich für Geld und ich gehe jetzt hier zu Ex on the Beach, da hätte ich ihn gar nicht mehr zurückgenommen. Ne, ich glaube, dass das schon der Zeitpunkt gewesen wäre, wo man hätte sagen müssen, okay, nee, geht gar nicht. Okay, hat sie nicht gemacht, sie hat sich wieder einlullen lassen und so. Ich glaube, im Endeffekt weiß sie auch, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Und ja, hat hoffentlich auch mittlerweile daraus gelernt. Wir wissen es ja noch nicht ganz so genau, wie die Show ausgegangen ist, auch wenn wir uns es uns alle denken können. Ja, aber deswegen, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie es vorher beendet hätte. Aber an sich, diese Frustration kann ich verstehen. Ob man es immer so krass formulieren muss, vor allem wenn man zu diesem Zeitpunkt noch mit der Person zusammen ist, das ist eine andere Sache. Ja, doch, stimmt. Soll ich mich dann so zurück? So, was ist das jetzt? Eine lustige Frage. Sind die Holzstühle nicht okay? Unbequem. Erinnere, waren die ziemlich unbequem, so Holzstühle. Holz halt, ne? Also auch so gerade so feine Stoffe von Kleidern zum Beispiel bleiben da ja gerne mal so ein bisschen hängen. Also alles andere ist vorteilhaft, aber das Ding ist, man ist ja so aufgeregt, so nervös, ist auf tausend andere Sachen konzentriert in dem Moment, dass man das irgendwie ausblendet, dass man gerade unbequem sitzt und auch die Kälte zum Beispiel, weil am Abend ist in Portugal schon immer relativ frisch geworden und wir sind da in unserem dünnen Kleidchen und so gesessen und ja, das war jetzt auch nicht gerade super angenehm, aber wie gesagt, wir waren auf andere Dinge konzentriert und außerdem, wer schön sind, wir müssen leiden. Leute, Lola ist die Moderatorin und Hat Lola oder die Produktion darauf reagiert, wie ausfällig Christina beim Lagerfeuer war? nicht irgendwie unsere Erziehungsberechtigte oder so, deswegen, die moderiert das Ganze, die stellt Fragen, die hakt nach und so weiter, aber wie wir auf irgendwas reagieren, das beeinflusst sie natürlich nicht. Das wäre auch total blöd, das würde ja das Ganze unauthentisch machen, das ist eine Reality-Show. Das heißt, so wie wir sind, so sind wir dort und wenn da die Moderatorin das irgendwie beeinflussen würde, dann würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja, also ich stimme zu, dass natürlich das Verhalten der Teilnehmer nicht beeinflusst werden sollte. Das ist ganz klar. Deswegen gucken wir auch Reality. Deswegen gucken wir auch kein Scripted Reality wie bei Berlin Tag und Nacht oder was auch immer, weil wir von den Leuten, die
reine Emotion sehen wollen, wie sie wirklich reagieren und was sie wirklich fühlen, das wollen wir natürlich sehen. Das ist der Grund, warum wir uns das anschauen. Die andere Sache ist, wo setzt man Grenzen? Na, wir kennen das natürlich von Produktionen, dass an bestimmten Punkten Grenzen gesetzt werden und dass natürlich nicht Menschen einfach alles machen können, alles, was sie wollen, nur weil es eine Reality-Show ist. Und wenn man Grenzen überschreitet, dann muss man natürlich immer überlegen, okay, wo ist jetzt die Grenze, die man zieht? Ne? Wir haben ganz klare Fälle in der Vergangenheit zum Beispiel gesehen, die ja natürlich noch deutlich schlimmer waren als das hier, zum Beispiel rassistische Äußerungen oder homophobe Äußerungen und sowas, wo ganz klar eingeschritten werden muss. Bei solchen krassen Beleidigungen, hier kann man sich natürlich wieder darüber streiten, muss da die Produktion einschreiten. Und ich sag mal so, ich würde da gar nicht die Schuld oder die Verantwortung auf die Person Lola schieben, weil klar, Lola sitzt da und muss natürlich auch teilweise spontan darauf reagieren, so wie andere Moderatoren, keine Ahnung, Sophia Tomalla und so weiter, ne? Aber natürlich bekommen die grobe Richtung vorgegeben von der Produktion und bekommen gesagt, wie das ablaufen soll, worauf besonders eingegangen werden soll und so. Und wenn sich dann im Gesprächsfluss, müssen die Moderatoren das natürlich selber steuern. Das ist ganz klar, ne? Weil die können ja nicht oder die sitzen ja nicht da und warten bei jeder Antwort von dem Teilnehmer darauf, dass irgendwer was ins Ohr sagt und sagt, okay, jetzt sag diesen Satz. Ne? Das ist klar, aber ich glaube, es ist auch wichtig herauszuheben, dass natürlich die Moderatoren da auch einfach ihren Job haben und von den Produktionen ihre Vorgaben bekommen, ne? Auf welche Art sie sich so grob verhalten sollen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das mit den krassen Beleidigungen, weil das sind ja wirklich sehr, sehr krasse Beleidigungen, da gefallen sind, ne? Die man hier auch gar nicht wiederholen kann, wenn man nicht gesperrt werden will von YouTube. Und da finde ich, also gut, man kann so oder so argumentieren, ne? Ich finde, sowas sollte im TV nicht toleriert werden in diesem Ausmaß, weil es ja nicht einmal war, weil es nicht zweimal war, sondern weil es wiederholt und wiederholt und wiederholt immer wieder vorkommt und gerade auch bei diesem aggressiven Verhalten. Ich verstehe, dass man natürlich eine Person wie Christina nicht aus der Show entfernen will. Ne, das ist ganz klar, weil sie natürlich ein großer Faktor in dieser Show ist und diese Story um sie und Alex und Vanessa viel Raum einnimmt und sehr, sehr viel Potenzial hat und sehr interessant ist für den Zuschauer, will man das natürlich nicht abbrechen. Muss man auch nicht. Aber ich finde, man kann, wenn nicht on-cam, dann wenigstens off-cam mal sagen, okay, Christina, wir verstehen, du bist frustriert und alles, ne? Aber halt dich mal ein bisschen zurück mit diesen ganz krassen Beleidigungen. Du kannst sauer sein, du kannst frustriert sein, aber fahr mal einen Gang runter in Bezug auf die heftigsten Beleidigungen, die teilweise auch strafbar sind und auf in Bezug auf die Aggression, ne? Ich finde, das kann man doch schon mal sagen. Also das ist einmal eine normale Staffel und einmal eine VIP-Staffel. Ja, jetzt reicht's erstmal, ne? Aber theoretisch ja, ich würde immer zu Temptation gehen. Ach so, die Frage war, ob sie nochmal zu Temptation gehen würde, ne? Auch mit dieser Beziehung, egal wie perfekt die Beziehung ist oder egal wie scheiße die Beziehung ist, es ist nie ein Fehler, weil wenn die Beziehung so toll ist und es ist dein Partner, der für dich bestimmt ist, dann wird dir dort nichts passieren. Dann werdet ihr dann noch stärker rausgehen als schon davor und alles ist super. Und wenn die Beziehung scheiße ist und ihr damit die Beziehung retten könnt, auch toll. Und wenn es scheiße ist und noch beschissener wird, auch eine Erkenntnis. Also wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, ich denke mir, wenn eine Beziehung, wenn der Partner für einen gemacht ist und die Beziehung toll ist und man geht da rein, dann darf auch nichts passieren. Und wenn doch was passiert, dann war es nicht der Partner für dein Leben. Punkt aus Ende. Also Temptation ist nie ein Fehler und ich würde es theoretisch jederzeit wieder machen. Also ich persönlich. Ja, also ich verstehe natürlich, was sie meint, wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass sehr, sehr viele Leute zu Temptation gehen, nicht um ihre Beziehung wirklich zu testen, sondern eben, das sage ich jetzt völlig wertfrei und meine es überhaupt nicht böse, aber ich glaube, die meisten, gerade in der VIP-Version, gehen da rein wegen der Gage und wegen der Reichweite. Gerade in dieser Staffel, ne, also wir haben ja vorher auch noch mal ein paar andere Paare gesehen, wie Julia Siegel und so, ich weiß gar nicht, inwiefern Julia Siegel auch als Influencerin tätig ist. Ich glaube gar nicht so wirklich, aber ist auch egal. Aber die meisten Leute, die wir eben hier sehen, sind eben Influencer so. Und für die ist Reichweite wichtig. Auf Insta und wo auch immer man sonst so Produkte bewirbt.
Deswegen, das ist ja der Grund für ganz viele Leute jetzt, wie gesagt, ohne Wertung, aber für ganz viele Leute in diese Shows zu gehen. Natürlich kann man das so, oder kann man schon, ne, aber in der Show wird es nicht so gesagt, sondern da zieht man sich dann irgendwie Gründe aus den Fingern, warum man unbedingt da mitmachen will, um seine Beziehung zu testen, weil irgendwas schon vorgefallen ist oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist ganz klar, dass das Geld, also die Gage und die Reichweite da eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielen. Ist ja auch in Ordnung, solange es trotzdem alles zumindest einigermaßen authentisch abläuft und nicht irgendwie komplett geschauspielert ist, ist es ja in Ordnung. Aber im Prinzip verstehe ich schon, was sie meint, weil ich glaube, sie hat da recht, dass man immer Erkenntnisse gewinnt. Entweder die Beziehung ist sowieso schon zum Scheitern verurteilt und man bekommt da noch eine Erkenntnis. Oder es kann auch sein, dass man ist wie Mark Robin und Michelle, die, ich benutze oft Mark Robin und Michelle als Beispiel, aber das ist einfach für ganz viele Situationen ein super Beispiel. Ja, auf jeden Fall wie die beiden, die zu Temptation Island gegangen sind, sich doch eigentlich recht sicher waren und im Endeffekt hat Michelle natürlich keine schöne Erfahrung gemacht, aber immerhin nach so vielen Jahren, nach 6 Jahren, die Erkenntnis bekommen, dass ja, ihr Freund in der Lage ist, sie eben zu hintergehen und sie zu betrügen. Das heißt, es war keine schöne Erfahrung, aber zumindest eine lehrreiche. Und im Endeffekt hat sich die Teilnahme doch gelohnt, würde ich sagen, denn sonst wäre es vielleicht in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, wann auch immer passiert, vielleicht auch schon, wenn die beiden verheiratet gewesen wären. Deswegen, die Vorteile sehe ich auch. Ich fand Aurelios Reaktion auf das Video, das Tommy von Sandra bekommen hat, sehr, sehr erwachsen und sehr gut, Ja. weil Tommy war offensichtlich aufgelöst der Tränen nah und Aurelio hat ihn beruhigt. Er hat gesagt: Hey, Tommy, alles ist gut, es ist nichts Schlimmes passiert. Und sowas hat Tommy gebraucht in der Situation und nicht so ein Chichi zum Beispiel, der da komplett überreagiert und ausrastet, obwohl er selber eigentlich auch gar keinen Grund dazu hat, weil wer im Glashaus sitzt, hat nicht gewonnen. Ja, ich glaube auch, dass bei Gigi. Ja, sorry dafür, Leute. Hier geht den ganzen Tag die Klingel. Ich weiß nicht, warum, was die alle wollen, aber gut. Sorry dafür. Ist natürlich immer ein super Timing, wenn man gerade ein Video macht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich glaube, dass Gigi generell recht viel Show macht. Ne? Der ist halt eben der Showmaker und wir haben ja schon ja, den Eindruck gehabt und auch von Michelle gehört, dass er sich ganz bewusst darüber ist, was so seine Rolle ist und wie er so rüberkommt und so und dass er dann natürlich auch abliefern will oder abliefern muss und deswegen auch sehr, sehr viel mit Gestik, Mimik und übertriebenen Reaktionen arbeitet. Ja, ich fand es auch ganz, wie soll man sagen, ein bisschen amüsant, dass gerade er derjenige ist, der von seinem Stuhl oder von seinem Holzhocker aufspringt und ganz entsetzt ist darüber, was Sandra macht, wobei er ja eigentlich derjenige ist, der meiner Meinung nach bis jetzt noch mehr gemacht hat als Sandra. Und Alex auch, vor allem Alex, der gesagt hat, nee, das ist zu viel. Also wenn das, was Sandra gemacht hat, zu viel ist, was ist denn dann bitte das, was Alex mit Vanessa gemacht hat? Aber gut, ja. Gott sei Dank haben wir noch einen vierten in der Runde, Aurelio, der ruhig bleibt und nicht anstachelt, weil dieses Anstacheln auch absolut kontraproduktiv ist. Also nicht nur extrem übertrieben, sondern auch absolut nicht hilfreich in dieser Situation, vor allem wenn es dann auch noch von Leuten kommt, die sich eigentlich mindestens genau dasselbe erlaubt haben oder wenn nicht sogar mehr. Schmeißen, ne? Und in so einer Situation hat er jemanden gebraucht, der ihn runterbringt und beruhigt, nicht jemanden, der noch mehr pusht, so, ne? Deswegen, ja, fand ich sehr gut von Aurelio. Perpetual Repeat hat, glaube ich, 13 Folgen inklusive der Wiedersehensshow, und demnach geht es bis Silvester. Guck mal, da kriege ich direkt auch wieder feuchte Augen. Das ist mega, mega süß. Freut mich zu hören, dass ihr mit mir mitfühlt. Ja. Und die nächste Folge wird auch ganz, 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 ganz krass. Also, das gab es bei Temptation noch nie, 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 dass die Begebenen sich in irgendeiner Art und Weise vom letzten Lagerfeuer zu sehen bekommen. Und deswegen könnt ihr wirklich krass gespannt sein.
Okay, das war's mit Michelles Statement zur dritten Folge. Das ist das, was sie zu sagen hatte. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt am Ende wollte ich euch noch ein klitzekleines Update geben. Deswegen wieder, ja, kein richtiger Spoiler, aber ihr kennt ja so meine Spoiler-Videos. Das heißt, wenn ihr es nicht wissen wollt, was eventuell nach Temptation Island passiert ist, dann schaltet jetzt mein Video ab und schaut nicht weiter. Ja, genau. Eine Sekunde. Ja, so, ich werde euch das mal gleich hier einblenden, wo ich jetzt noch Michelles Story habe. Und zwar haben wir ja schon, ich werde es nicht wieder in aller Ausführlichkeit erzählen, weil wir das ja in den anderen Spoiler-Videos gemacht haben. Und zwar liegt ja die Vermutung nahe, dass Gigi jetzt etwas mit Dana hat. Dana, nochmal, Dana war damals bei Love Island und in der letzten normale Staffel von Are You the One. Die beiden wurden zusammen auf einem Festival gesehen, haben dort wohl auch geknutscht und an anderen Orten wurden sie zusammen gesehen. Aber wir wissen natürlich bis jetzt noch nicht, was da wirklich passiert ist. In einem meiner letzten, ich glaube, das war sogar das letzte von jetzt Freitag. Genau, da habe ich euch auch noch Stories von Dana gezeigt, in denen sie ganz klar gegen Michelle geschossen hat. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen, falls es euch interessiert. Auf jeden Fall hat Michelle jetzt kürzlich, ich glaube, vor 2 Tagen in ihrer Story kommentarlos, natürlich ohne Danas Namen oder Gigis Namen oder was auch immer gepostet. There are two sides to every story and then there are the screenshots. Also es gibt zu jeder Geschichte 2 Seiten und dann gibt es noch die Screenshots. Ja, das soll wahrscheinlich schon mal eine Andeutung darauf sein, dass sie irgendwelche Nachweise hat, vielleicht darüber, was Gigi sonst so macht, abseits, abgesehen von Dana. Und dann hat auch noch mal Michelle, das war 4 Stunden später ungefähr, hat sie noch mal was gepostet. Whoever is fucking my ex needs to do a better job because they are still texting me. Okay, wer mein Ex, durfte ich das Wort jetzt überhaupt sagen? Keine Ahnung, sorry YouTube. Aber ist egal. Wer auch immer, ne, mit meinem Ex jetzt schläft, muss einen besseren Job machen oder muss es besser machen, denn er schreibt mir immer noch. So. Das soll sehr wahrscheinlich eine Andeutung dafür sein, dass Gigi Michelle weiterhin hinterherläuft. Dana hat erstmal nicht darauf reagiert, aber dann irgendwann doch, einige Stunden später. Wo ist es? Und zwar hat Dana geschrieben, wenn deine Wunschvorstellung die komplette Realität verfehlt. Attention. Okay. Gut, da können wir jetzt natürlich wieder viel reininterpretieren. Ich glaube, wenn man die ganze Story so ein bisschen kennt, dann liegt es sehr, sehr nahe, dass die beiden da ja ein bisschen miteinander kommuniziert haben. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr, sehr spannend im Verlauf der Temptation Island Staffel und auch danach, wenn wir erfahren werden, was danach noch alles passiert ist. Ich sag bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.